Goethe-Schule ist eine integrierte Gesamtschule in freier Trägerschaft. Sie arbeitet seit 2005. Da haben wir begonnen mit 17 Schülern und dann ist sie relativ schnell gewachsen. Und jetzt besuchen 260 Schüler die Schule und es arbeiten etwa 40 Erwachsene hier im Team. Wir gehen davon aus, dass jedes Kind einzigartig ist und jedes Kind Stärken und Schwächen hat. Und die Stärken können die Kinder hier zeigen und die sollen sie auch zeigen. Alle Abschlüsse können bei uns erreicht werden, vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur ist alles möglich. Also unser Schulhaus ist so strukturiert, dass wir verschiedene Bereiche haben, die nach Jahrgängen einfach sortiert sind. Alle 5-6er sind auf einem Flur, haben dort ihren Stammgruppenraum, damit sie auch wissen, wo sie hingehören, haben ihren Gemeinschaftsbereich. Die zuständigen Lehrkräfte haben dort ein Teamzimmer und die meiste Zeit arbeitet man auch in diesen Bereichen. Weiterhin gibt es Lernlandschaften, die nach verschiedenen Themenbereichen geordnet sind. Wir haben einen Bereich Mathematik, Naturwissenschaft, eine Lernlandschaft sozusagen für Geschichte, Geografie, das nennen wir Weltraum, und einen Sprachbereich. Ergänzt werden diese Lernlandschaften durch den besonderen Bereich der Lupe. Die Lupe ist der Bereich der Sozialpädagogik und auch in diesem Bereich werden Freiarbeitszeiten angeboten, genauso wie in der Holzwerkstatt. In diesen Lernlandschaften stehen für die Kinder vielfältige Materialien zur Verfügung, die das Lernen einfach wirklich begreifen lassen. Also man kann ganz viele Sachen anfassen und ausprobieren.